Alright, Runde 3. Hoffen wir, dass das auch so spannend wird wie die davor. Okay. Wir hatten ja wirklich gute Spiele eigentlich. Nun gut, unser erster Gegner war auf einer Farbe Scrooge. Aber die Spiele eben waren fantastisch. fangen wir mit Forest an, weil wir den 2-3 erlegen können. Wir haben sogar einen guten 2 und 3 Dorf. Das ist echt schick. Aha, Servant. 2-3-4. Das dürfte hoffentlich stark genug sein. Let's see. Angriff mit dem 2-2er. Morph gelegt. Wenn er nächste Runde keinen Morph legt, dann wird's echt brutal. Aber wenn er einen Morph legt, können wir immer noch mit beiden angreifen. Dann traden zwei Karten, wahrscheinlich die beiden Morphs. Und dann kriegt der andere eine Marke. Und das ist auch schon gut genug. Dann können wir sogar nächste Runde Epic Confrontation durch den Schamanen benutzen. Und hoffentlich mit ihm angreifen. Ja. Die Zukunft sieht sehr rosig aus. Mal gucken. Okay. Das ist der praktische Morph. Also, Shaman. Angriff. Ups. Ja, okay. Also, Angriff mit dem. Dann tauschen die beiden. Der kriegt eine Marke. Hui. Nächste Runde können wir dann sogar noch den Morph nachspielen. Hoffen nur, dass der Schaman jetzt nicht stirbt. Och, Pech. Hey, hör auf! Magic! Online! Nein! Hilfe! Okay. Auch gut. Der Schamane wurde in Drachenfeuer gebadet. Oh, hier Karte, nicht schlecht. Ja, das ist ganz schön gut. Das ist ganz schön gut. Egal was jetzt kommt. Ja. Der wird es nicht machen. Wir könnten überlegen, ich glaube, wir wollen hier viel lieber noch das mitnehmen. Einfach weil es jetzt schon sowieso funktioniert. Dann können wir jetzt noch Face Down legen und mit beiden angreifen. Plus 1 ist 2. Was das gibt. Wieso kann ich nicht mit einem angreifen? Komisch. Na gut. Es gibt kaum etwas, was so effizient ist. So relevant. Plus 1 ist 1 wäre manchmal nicht gut genug, wie man an dem Hunter Week sieht, aber boom, boom. Alright. Sweet. Leider auch nichts, wo wir Running Volley benutzen können. Insofern schieben wir es so ab, wie es ist. Okay, fair. Können wir so behalten. Erste Runde Sogo ist immer ganz cool. Gerade eine Draw. Sorgt wahrscheinlich dafür, dass irgendein Morph mal blockt. Oder irgendwas anderes. Und dann können wir wieder Morph into Shaman machen. Sogo beißt sich ein bisschen mit dem anderen 2-Drop, der 2 Grüne kostet. Aber so häufig sollte das nicht passieren. Und den anderen kann man ja auch mal später legen. 5-5. Alright. Hier Cut ist sehr gut. Mit zusammen mit dem Schamanen. Wenn jetzt nichts kommt, was größer als 2 Taffen ist, können wir wieder den Schamanenangriff machen. Wow, der greift an. Mutig.
Vielleicht schaffen wir sogar mit dem Schaman selbst anzugreifen. Weil so viel gibt's da nicht. Yay. Oh, und Warbrood. Ah, Step kann schon zuhauen, wenn es will. Wenn es denn will. Ah, jetzt komme ich wieder mit einwerfen. Bumm. Marke auf alle. Ah. Manchmal ist doch Magic echt schön. Still had all these in hand. Oh, jetzt kann er sogar blocken, theoretisch. Wenn da nicht der Heal Cutter wäre. Alright, cool. Na gut, das macht zwei Booster. Einen sehr lohnenswerten Draft in Form von Rares und Foil Mythics. Cool. Ja, kann ich nur empfehlen. Schon, also es ist nicht das spannendste Format, das ist richtig. Es gibt schönere Formate, aber es gibt selten lohnenswertere Formate. Und na, man kommt auf seine Kosten. Insofern freut mich, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.